So, die Aufzeichnung läuft. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu diesem Termin Fachdidaktik Informatik 1. Eigentlich wollten wir beim letzten Mal schon das ganze Kapitel 3 zu Ende kriegen, hat leider zeitlich nicht ganz geschafft. Also so lange wollte ich da nicht überziehen. Deshalb müssen wir jetzt noch ein bisschen nachtragen. Danach werde ich diese Aufzeichnung beenden und eine neue Aufzeichnung beginnen. Das sollte aber ja kein Problem sein. Das haben Sie, glaube ich, beim letzten Mal, beim letzten Wechsel eines Kapitels auch schon gehabt. Sollte man mit klarkommen können. So, hier, das war die letzte Folie, die wir beim letzten Mal uns angesehen haben. Es geht darum, die grundlegende Frage, mit welcher Programmiersprache vor allem beginnen. Also natürlich kann man insgesamt die Frage stellen, welche Programmiersprachen sollte man überhaupt in der Schule behandeln. Aber erstens ist natürlich besonders problematisch die Frage, welches sollte die erste Programmiersprache sein? Und zum Zweiten wird man auch typischerweise, solange die Informatik nicht im Land Hessen etwa noch deutlich ausgeweitet wird, wird man eh nicht viel Zeit haben, um vielleicht, sagen wir mal, anderthalb Programmiersprachen von der Größenordnung von Java etwa in Informatik in der Schule zu bringen. Egal, ob jetzt berufliche Schulen oder Gymnasium, das wird dafür ist, das gilt eigentlich beides, denke ich, sehr, sehr parallel. So, wir hatten auch schon gesehen, worum geht es jetzt hier? Wir haben in der FOP zwei verschiedene Programmierparadigmen gesehen. In Kapitel 04d der FOP, D wie Dora, habe ich diese beiden gegenübergestellt, objektorientiert und funktional. Es gibt aber noch mehr Paradigmen, unter anderem logikbasiert. Prolog wurde in der Schule früher doch häufiger mal auch gelehrt als erste oder zweite Programmiersprache. War dementsprechend auch Thema in der Fachdidaktik, soweit es nicht in der Fachwissenschaft irgendwo abgedeckt war, ist jetzt in den Schulen, zumindest im Land Hessen und ich glaube in deutschlandweit auch nicht, wie es in anderen Ländern ist, weiß ich nicht, aber insgesamt ist Prolog jetzt nicht mehr so wichtig oder überhaupt logikbasierte Sprache nicht mehr so wichtig wie früher. Deshalb werden wir das hier in der Fachdidaktik nur ganz kurz streifen, damit Sie ganz kurz mal sehen, dass es eben noch mehr gibt als das, was Sie in der FOP gesehen haben. Das haben wir schon besprochen letzte Mal. Sie haben hier Fakten, ja, die Sie für sich lesen können. Joe ist Vater von John, Jenny ist Mutter von Jody. Das System, der Prolog-Interpreter hat natürlich keine Ahnung, was ein Vater ist und keine Ahnung, was ein Joe und ein John und eine Jenny ist. Dann können Sie hier Regeln dazugeben, das ist dann insgesamt eine Wissensbasis, Knowledge Base, Wissensbasis. Und mit den Fakten dann die Regeln, zum Beispiel können Sie es lesen, eigentlich man kann es lesen, für alle XY gilt, wenn X Vater von Y, dann X Elternteil von Y. Genauso, wenn X Mutter von Y, dann X Elternteil von Y. Hier eine etwas kompliziertere Regel. X und Y sind auf der linken Seite und das bedeutet nach Prolog-Logik Allquantor gebunden. Also, wie ich es eben gesagt hatte, für alle XY gilt das. Z ist nur rechts, nicht links und das ist nach Prolog-Logik nur Existenzquantor gebunden. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, warum das so gemacht wird, was daran sinnvoll ist. Nämlich sinnvoll ist, dass Sie ich lese es einfach mal vor, nicht? Für alle XY gilt, wenn es ein Z gibt, Existenzquantor, wenn es ein Z gibt, sodass X Elternteil von Z ist und, das Komma ist ein und wenn Z Elternteil von Y ist, dann ist X Großelternteil von Y. So, was kann man damit jetzt anfangen? Sie können in einen Prolog-Interpreter eine solche Wissensbasis hineinbringen, auch mehrere riesengroße Wissensbasen und dann können Sie Anfragen stellen. Ja, der Prolog-Interpreter hat diese Wissensbasis geladen und jetzt können Sie an den Prolog-Interpreter Anfragen stellen. Sie können zum Beispiel die Frage stellen, ob Joe Vater von John ist. Dann wird der Prolog-Interpreter sagen, ja. Sie können die Anfrage stellen, ob Joe Vater von Jenny ist. Dann wird der Prolog-Interpreter eine Ausgabe geben, die zu verstehen ist als weiß ich nicht. Ja, der Prolog-Interpreter weiß ja nicht, dass jeder Mensch nur einen Vater hat. Er weiß ja nicht, dass daher Jenny unmöglich Joe zum Vater haben kann, weil Jenny schon John zum Vater hat. Also gibt dann, aber es lässt sich eben nichts ableiten darüber, ob Joe Vater von Jenny ist und deshalb gibt er aus, weiß ich nicht. Sie können aber auch, gucken Sie mal hier, das Beispiel ist so mit Bedacht gewählt, dass Joe Großelternteil von Jenny ist. Das heißt, wenn Sie jetzt die Anfrage stellen, ist Joe Großelternteil von Jenny?
Dann wird der Pollock-Interpreter sich das angucken, wird dann hier die Elternteilrelation anschauen, dieses Prädikat, wird sich dann Vater und Mutter anschauen und wird hier das entsprechende finden und dann entsprechend einsetzen, zurückkommen und sagen, ja, es gibt ein Zwischenstück Z, das ist John, sodass Elternteil Joe ist Elternteil von John und John ist Elternteil von Johnny, das heißt, Joe ist Großelternteil von Jenny. Wenn ich jetzt stattdessen beispielsweise anfrage, ob Joe Großelternteil von John ist, dann wird er mir wieder sagen, lässt sich nichts deduzieren, lässt sich weder hier ein Ja noch ein Nein deduzieren, gibt die Wissensbasis nicht her, denn zur Wissensbasis gehören eben solche Informationen nicht dazu, wie etwa, dass es nur ein Vater und eine Mutter und zwei und vier Großeltern und die, naja gut, könnten natürlich auch teilweise wenn man ehrlich ist, könnten die teilweise auch, konnten Großeltern auch Personenidentitäten mit Elternteilen haben. Insofern ist es sogar richtig, dass da nichts abgeleitet wird. So, das ist ein Beispiel. Das habe ich mir mal angewöhnt. Das kommt aus einem Film. Wie hieß der Film? Madagaskar. Ich weiß nicht, wenn Sie den gesehen haben oder aus der Reihe, da gibt es so vier Pinguine und der Chef sagt öfters mal, wenn Sie nicht weiter wissen, im Deutschen dann Kowalski, Analyse zu einem der anderen Pinguine und im Englischen dann Kowalski, Analysis. Und der macht dann typischerweise eine Analyse. Das, ja, ist ein kleiner Schnack. Oh, also wir haben keine Wissens, wir programmieren nicht wirklich, ja, wir sagen nicht wie in Java, dass der Computer machen soll, dass er jetzt eine Zuweisung machen soll, dass er der Speicherstelle mit Namen i eine 1 zuweisen soll oder so etwas, sondern ein bisschen ähnlich wie in funktionalen Sprachen sagen wir nur, was ist. Ja, in funktionalen Sprachen sagen wir eigentlich nur, das sehen Sie bei mir im Kapitel 04 in der FOP, da gebe ich mir sehr viel Mühe, das immer wieder herauszuarbeiten, was ist zum Beispiel ein Filter einer Liste zu einem gegebenen Prädikat. Das kann man in deutscher Sprache einfach definieren, nämlich zu sagen, ein Filter einer leeren Liste ist diese leere Liste, ist wieder eine leere Liste, egal zu welchem Prädikat. Und ein Filter einer nicht leeren Liste zu einem gegebenen Prädikat ist entweder, wenn das erste Element den Filter passiert, ist es das erste Element mit dem Filter der Restliste. Oder wenn das erste Element den Filter nicht passiert, ist es einfach der Filter der Restliste. Ja, und das ist einfach eine Definition unter Verwendung von Rekursion schon in deutscher Sprache, was Sie dann 1:1 in Racket-Notation oder in Notation irgendeiner anderen funktionalen Sprache umsetzen können. Ja, also in dem Sinne, Prolog und funktional gehören zur selben Sprachfamilie, also das eine ist logikbasiert und das andere funktional. Beide gehören zur übergeordneten Sprachfamilie von deklarativen, also wie soll ich sagen, beschreibenden Programmiersprachen, wo beschrieben wird, was ist, im Gegensatz etwa zu imperativen also wo beschrieben wird, Befehle gegeben werden, wie Zuweisung, wie etwa Java. Aber Sie sehen noch die deutlichen Unterschiede, wenn Sie das beispielsweise mit Racket aus der FOP vergleichen. Wir haben schon gesehen, Fakten und Regeln. Haben wir gesehen. Syntaktische Unterscheidung. Ja, das hatte ich beim letzten Mal schon gesagt, hatte ich jetzt vergessen zu sagen. Hier in den Regeln haben wir typischerweise Großbuchstaben. Muss nicht sein. Es können auch einzelne Parameter mit Kleinbuchstaben beginnen. Dann sind es eben Konstanten, so wie Joe und John. Wobei natürlich der Prolog-Interpreter keine Ahnung hat, was Joe und was John ist. Nimmt einfach zur Kenntnis, das ist irgendeine Entität, irgendetwas. Etwas Abstraktes, etwas Konkretes, etwas Materielles, etwas Räumliches, etwas Philosophisches, was auch immer. Und alles, was mit Großbuchstaben beginnt, sind dann Variable, die entweder Allquantor oder Existenzquantor gebunden sind. Ich sollte noch mal dazu sagen, ich habe eben davon gesprochen, dass funktional und Racket ist eine funktionale Sprache, Prolog eine logikbasierte Sprache, beide deklarativ. Aber wichtig, noch ein kleiner Hinweis ist, Racket ist keine rein funktionale Sprache, enthält auch Konstrukte wie Set-Ausrufezeichen, die dem Geist der funktionalen Programmierung entsprechen. Prolog ist ebenfalls keine rein logikbasierte Sprache,
Braucht man jetzt nicht ins Detail zu gehen, enthält auch Konzepte, Programmierkonzepte, die dem Deklarativen auch widersprechen, und dementsprechend sind es beide keine rein deklarativen Sprachen. So, haben wir gesehen, wenn links Allquanta gebunden, wenn rechts Existenzquanta gebunden und so weiter und so fort, haben wir alles gesehen, brauchen wir nicht nochmal durchgehen. Das heißt, ich habe das, was ich Ihnen mündlich am Beispiel erläutert habe, an der Beispielfolie, wo die ganze Wissensbasis drin ist, können Sie auch hier nochmal dann nachlesen. So, was sagt die Kultusministerkonferenz zu diesem Thema? Wir haben uns jetzt des Öfteren aus dem Buch von Modrow und Strecker bedient. Hier auch nochmal. Da sehen Sie diesen Punkt dabei. Diesen Punkt muss ich den beiden absolut zustimmen. Also, wenn Sie sich mal angucken, wie viel Freiraum, sagen wir mal, zumindest in Hessen auf jeden Fall. Ja. Hessen ist ja leider eins der Schlusslichter in Deutschland. Also zumindest in Hessen und sicherlich auch zum Großteil in den anderen Bundesländern wird man das kaum umsetzen können, einfach aus Zeitmangel auch heraus. Und dann ist auch die Frage, in Pflichtfächern, inwieweit es wirklich sinnvoll ist, das auch in einem also Programmieren zu lernen für alle Schülerinnen und Schüler. Da gibt es sicherlich gute Argumente, aber jetzt auch noch die verschiedenen Programmierparadigmen zu sehen und zu lernen, da kann man dann durchaus ein Fragezeichen ansetzen. Und ja, also ich habe, wie gesagt, ich traue mich das nicht mehr in der FOP. In der FOP war es, als ich sie übernommen hatte, 2017 so, dass Racket und Java halbe halbe waren. Ja, also ja, kurz, wann war das ungefähr? So kurz vor Weihnachten, glaube ich, hörte Racket auf und dann ging es mit Java weiter. Und dann waren entsprechend auch die Übungsblätter, die wöchentlichen Hausübungen, halbe halbe. Das bedeutet konkret für ganz Java 6 oder maximal 7 Übungsblätter. Das ist für Java sicherlich extrem wenig. Auf der anderen Seite ist meine Erfahrung, ich habe ja damals auch Übungsblätter gebastelt und Klausuraufgaben gebastelt mit Racket. Also man kommt in eine Tiefe hinein, wenn man dieses halbe Semester füllen will mit Racket, wo sich die Frage stellt, ob das wirklich die richtige Ausgewogenheit ist. Und wenn Sie in einem der letzten Jahre bei mir die FOP gehört haben, haben Sie das ja auch miterlebt, beziehungsweise Sie können da jederzeit reinschauen in Moodle, dass ich dann den Racket-Teil ziemlich stark eingedämpft habe. Es gibt überhaupt keine Hausübung mehr mit Racket, sondern es gibt also nur in der Form, gegeben ist dieser Racket-Code, machen Sie daraus geeignet Java-Code oder so etwas. Ja. Und zwar vor dem Hintergrund auch, ich formuliere es mal etwas flapsig. Wir haben mehrfach Vollerhebung gemacht bei den Studierenden der FOP. Und da kam jedes Mal raus, dass weit mehr als die Hälfte, also ungefähr ein Drittel, hat nicht mal das Seepferdchen so im Programmieren, wenn man das so übertragen möchte. Mehr als ein weiteres Drittel hat nicht einmal den Freischwimmer, also noch nicht, kann noch nicht selber ohne Anleitung programmieren. Und nur etwas weniger als ein Drittel hat tatsächlich den Freischwimmer oder Höheres. Aber in dem letzten Drittel, knappen Drittel, sind natürlich auch die Wiederholer der FOP dabei. Wir haben eine Vollerhebung gemacht, ohne zu schauen, wer ist Erstsemester und wer ist höheres Semester. So, das heißt also, es bleibt mir gar nichts anderes übrig, als dem vorbehaltlos zuzustimmen, was Modrow und Strecker da dazu sagen. So, welche Sprache nun das erste? In Deutschland und vor allem in Hessen ist das sicherlich die einzige Sprache. Es gibt viele Leute, die würden sagen, wir sollen keine Sprache wie Java nehmen, sondern eher eine Sprache wie Racket oder Prolog. Argumente sind dafür, dass die Syntax sehr viel kleiner ist. Man muss nicht so viel Syntax lernen. Weiteres Argument ist, keine zeitlichen Abläufe zu durchdenken, was nicht wirklich stimmt. Denn wie ich gesagt habe, sind Racket und Prolog nicht rein deklarativ. Warum sind sie nicht rein deklarativ? Warum haben sie imperative Anteile? Weil es zwar möglich ist,
Es ist zwar möglich, rein deklarativ, rein funktional oder rein logikbasiert alles zu programmieren, was man will, aber es ist verdammt mühselig und man wird wenig Akzeptanz bei Programmierern finden. Mit einer, oder andersrum formuliert, die reinen deklarativen Programmiersprachen, die keine imperativen Anteile enthalten, haben auch wenig Akzeptanz gefunden und sind auch mehr oder weniger nur noch in Nischen von irgendwelchen Fanclubs. So, ein weiteres Argument ist, dass man sehr viel früh loslegen kann. Zum Beispiel, das ist ein vollständiges Programm in Racket. Wenn Sie die FOP bei uns gehört haben, dann wissen Sie das, dass man da einfach so loslegen kann. Und wenn man dann den Racket, den Interpreter aufruft, dann gibt er einem einfach das Ergebnis aus. So, das sind die typischerweise mir bekannten, also die mir bekannten typischen Argumente für eine solche Sprache wie Racket in dem Fall mit diesem Beispiel oder auch alternativ Prolog. Was ich aber, ich habe jetzt selber damit Erfahrungen gesammelt und muss sagen, diese Erfahrungen sind sehr, sehr, sehr ernüchternd. Also ich kann beim besten Willen nicht zu einer solchen Sprache funktionaler oder logikbasierter, überhaupt deklarativer Sprache als erster Sprache zuraten. Also es könnte natürlich sein, dass man so ein bisschen rumspielt einfach in der Mittelstufe, in einer Klassenstufe und es dann dabei belässt, so ein bisschen reinschnuppern mal und dann spät, ohne da wirklich in die Tiefe zu gehen. Aber wenn man wirklich, so wie es in der FOP ursprünglich war, ein halbes Semester lang mit so einer Sprache wie Racket umgeht, dann muss ich sagen, sind meine Erfahrungen da eher negativ. Es ist auch so, ein Argument ist immer auch, dass alle da bei Null anfangen. Ja, viele haben schon Java in der Schule oder anderswo gehabt. Racket hat noch wahrscheinlich noch niemand gehabt. Also es fangen alle bei Racket mit Null an, aber wir haben auch Erhebung gemacht, wie gut die Leute mit dem Racket-Teil am Anfang klargekommen sind, je nach ihrem Vorwissen und festgestellt, dass die Leute mit wenig Vorwissen, davon haben nur 20% überhaupt beim Racket-Teil die Zulassungsgrenze erreicht. Ja, also die ganzen Argumente sind nur bedingt empirisch wirklich valide. Was ich gesehen habe, dass auch bei der Erstellung von Übungsaufgaben und Hausaufgaben ist, dass es sehr viel schwieriger ist, das, was man im Kopf hat, sich zu überlegen. Ja, Schleifen beispielsweise sind etwas ganz Natürliches. Ja, Schleifen gibt es schon bei Hänsel und Gretel. Ja, solange wir noch nicht zu Hause sind, suchen wir den nächsten Stein und gehen dahin. Und so handeln wir uns Schritt für Schritt zurück, bis wir wieder zu Hause angekommen sind. Ja, und genauso zeitlichen Abläufe. Das ist wie bei Hänsel und Gretel bei dieser Schleife. Das ist etwas ganz Natürliches. Und ich musste leider feststellen, also es gibt viele Sachen, die es geht. Man könnte sogar ein FOP-Bot in Racket, man könnte auch ein FOP-Racket völlig analog bauen zu FOP-Bot, aber es ist extremst mühselig, weil eben erst einmal, wir reden ja hier von zeitlichen Abläufen, ja, Roboter durch so ein Schachfeld zu schicken, ist ja ein zeitlicher Ablauf. Alles, was wir da machen, sind zeitliche Abläufe. Ja, und das ist ja nicht untypisch, dass ein Programm dass da zeitliche Abläufe ein wesentliches Merkmal des Gesamtprogramms sind. Ja, also es sieht danach aus, als ob die ganzen Programmiersprachen wie funktionale Sprachen eher so noch ein bisschen, wenn ich das mal so sagen darf, aus der Zeit stammen, als Programme noch hießen, mathematische Algorithmen laufen zu lassen, zumindest an den Universitäten. So, und wenn man zeitliche Abläufe vorkommt, und heutzutage ist das das A und O, zeitliche Abläufe, siehe FOPBOT beispielsweise, dann muss man schon sehr viel, ja, es ist nicht mehr so natürlich wie, ja, also Racket und Prolog und so weiter sind eigentlich entwickelt worden, um auf natürliche Art und Weise programmieren zu können. Aber in dem Moment ist da nichts mehr natürlich, meine Meinung. Ja. Zum Beispiel Z-Ausrufezeichen hatte ich schon genannt, ist ein Beispiel dafür, dass die reine Lehre des Funktionalen, die reine Lehre des deklarativen Programmierens hier außer Kraft gesetzt ist. Z-Ausrufezeichen ist im Prinzip nichts anderes als in imperativen Sprachen die Zuweisung, weil es halt sehr mühselig ist, wenn man auf solche Verletzungen des funktionalen Programmierparadigmas verzichten würde.
Und noch ein wichtiger anderer Punkt ist, wir haben ja keine zeitlichen Abläufe. Und wenn wir keine zeitlichen Abläufe haben, haben wir auch keine Schleifen. Und wenn wir keine Schleifen haben und etwas wiederholt machen wollen, dann brauchen wir Rekursionen. Also eine dritte Möglichkeit wüsste ich nicht. Und was ich gesehen habe, ist, ich habe eben gesagt, Schleifen sind etwas ganz Natürliches. Ja? Hänsel und Gretel wollen entlang ihrer Kieselsteinspuren und da beim zweiten Mal entlang ihrer Brotkrumenspuren wieder zurückkommen. Das sind zwei Schleifen, wo man sogar richtig an Invariante und Variante denken kann. In Schleifenvariante ist eben, dass es einen kontinuierlichen Pfad zurück nach Hause gibt. Und Schleifenvariante ist, dass sie in jedem Durchlauf der Schleife wird dieser Pfad um eins kürzer. Wir kommen um eins näher zum Haus. Die Schleifeninvariante ist, dadurch, dass die Vögel die Brotkrumen aufpicken, ist die Schleifeninvariante bei der zweiten Anwendung, beim zweiten Rückkehr verletzt, sodass Hänsel und Gretel dementsprechend nicht mehr nach Hause finden. Die Schleife geht ins Leere. Rekursion ist etwas, hat man vielleicht in der Mathematik mal so ein bisschen gesehen, zum Beispiel im Zusammenhang mit Fakultät oder Binomialkoeffizienten. Ja, aber auch da ist es doch so, wenn Sie sich zurückerinnern, Sie haben vielleicht da mal Übungsaufgaben oder Klausuraufgaben mit Fakultät oder Binomialkoeffizienten oder einer dieser grundlegenden Sachen, die man rekursiv definieren kann, nicht muss, aber kann. Ja, die Lehrkraft zeigt Ihnen dann die rekursive Definition, aber in den Übungsaufgaben rechnen Sie dann doch wieder iterativ, nicht? Sie sagen nicht, okay, ich soll jetzt die Fakultät von 6 berechnen, also berechne ich erstmal die Fakultät von 5 und multipliziere die 6 drauf. Aha, ich soll die Fakultät von 5 berechnen, also erstmal Fakultät von 4. Das machen Sie doch gar nicht. Wenn Sie die Übungsaufgabe oder die Klausuraufgabe lösen, dann machen Sie es so: Aha, Fakultät von 6 heißt 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6. Iterativ, Schleife. Oder selbst auch mit Binomialkoeffizienten. Da haben Sie dann mit Sicherheit das Pascalsche Dreieck gesehen und Sie werden das Pascalsche Dreieck mit Sicherheit dann iterativ von unten nach oben durchlaufen und nicht rekursiv, nicht? Also Rekursion ist etwas, was die Studierenden und erst recht Schülerinnen und Schüler in der Schule noch nie gesehen haben, höchstens mal so ein bisschen in der Mathematik, aber auch da mehr oder weniger nur so als etwas nicht so richtig prüfungsrelevantes, weil sie ja dann in der Prüfung doch wieder andersrum iterativ rechnen und auch sonst in der Welt wenig Kontakt zur Rekursion. Ja, es ist nichts Natürliches und es sieht auch so aus, als würde es viele, viele Menschen geben, die zwar prinzipiell gut programmieren können, aber mit Rekursion bis ans Ende ihrer Tage kognitive Schwierigkeiten haben. So, welches Paradigma als erstes? Motor und Stecker favorisieren objektorientiert. Ich eigentlich auch, aber die Argumente, die Motor und Stecker da bringen, überzeugen mich nicht. Will ich jetzt nicht näher darauf eingehen, will ich nur gesagt haben. Die Argumente, die sie da bringen, sind so, dass man sagen könnte, okay, damit könnte meiner Meinung nach meinem Verständnis natürlich nur, sind so, dass man genauso gut damit funktional favorisieren könnte auf Basis dieser Argumente. Und das ist natürlich misslich. Was ist mein Argument für objektorientiert? Ja, also es ist eigentlich eine natürliche und intuitive Sichtweise und deshalb wird sich das vermutlich auch weltweit durchgesetzt haben, ja, als zentrales Paradigma, dass man eben von Objekten, von Typen von Objekten, also den Klassen und so weiter redet. Es ist etwas Natürliches, dass man irgendwelche Objekte mit Attributen praktisch, wenn man so will, in der Hand hat. Ja, dass man in einer Sprache wie Racket hat man nichts wirklich so richtig in der Hand. Und welche konkrete Sprache? Also, da wird uns zumindest im Land Hessen und soweit ich das weiß, insgesamt in Deutschland, wird uns die Entscheidung abgenommen. Ist allerdings dazu zu sagen, Java ist niemals konzipiert worden als Lernsprache. Es gibt objektorientierte Sprachen,
die eher auf Einfachheit und dementsprechend auf leichtes Erlernen getrimmt sind. Ein wesentlicher Motivation beim Design von Java, warum Java so aussieht, wie es aussieht, ist, man wollte C++-Programmierer nach Java rüberlocken. Man wollte die Migration von C++, von C und C++ nach Java möglichst leicht machen, also eine goldene Brücke bauen. Deshalb gibt es viele, viele auch hässliche Konstrukte in Java, übernommen aus C++, die nur aus diesem einen Grund übernommen worden sind, also ohne jeden sachlichen Grund. Also, wenn Sie sich mal vorstellen, Hello World, ja, da müssen Sie erstmal eine Klasse drumherum schreiben, dann haben Sie eine Methode Main, Public, Static, Void, Main, Parameter vom Typ String Array und dann da drin, also noch ein Import vorneweg für System Out Print und dann endlich das Hello World. Ja, also wenn man das kleine Hello World Programm in Java wirklich hundertprozentig verstehen will, dann muss man schon eine ganze Menge Unterrichtseinheiten durchlaufen haben. So, trotz allem, also Java ist offensichtlich zähmbar. Wenn wir so vorgehen, wie Sie das nochmal an der FOP studieren können, wenn wir etwa im Großen und Ganzen den Rahmen vorgeben, ja, eben eigentlich alles außer dem Inhalt also aufs Hello World Programm übertragen, alles außer dem Inhalt des Strings, wo Hello World zu schreiben ist. Wenn Sie alles andere vorgeben, vielleicht beim nächsten Mal dann nicht mehr alles andere, vielleicht nicht mehr System Out Print vorgeben, sondern das muss man dann auch dann etwas anderes stattdessen, wenn die nächste Aufgabe ist, nicht mehr etwas auf dem Bildschirm zu schreiben, sondern einen anderen Effekt zu erzielen. Und so weiter. Grafische Programmierung macht die Sache natürlich sehr viel einfacher. Robot ist natürlich nur ein Programm. Es gibt viele, viele Programme, die genau dasselbe Ziel haben. Sehr häufig mit irgendwelchen Robotern oder mit irgendwelchen kleinen animierten Tierchen, die durch irgendwelche Flächen auf dem Bildschirm laufen. So ähnlich wie bei FOPPOT. Also da haben wir kein Alleinstellungsmerkmal, wollen wir auch nicht haben. Und bei solchen grafikorientierten Programmen ist natürlich immer gut, dass man auch Fehler zum Beispiel leicht finden kann, wenn man sieht, bis wohin das Programm gelaufen ist, also bis wohin der Roboter gelaufen ist, bevor das Programm abgestürzt ist, also vom Laufzeitsystem beendet worden ist, wegen eines semantischen Fehlers. Oder beziehungsweise das Programm läuft durch, aber Sie sehen, dass der Roboter falsche Linien läuft, nicht die Linien läuft, die er sollte. Und Sie können anhand dessen durch Abgleich, was er macht und was er machen sollte, können Sie dann ganz gut vergleichen, was eigentlich der Fehler bei der ganzen Sache war. Und können also haben natürlich eine Erleichterung bei der Fehlersuche. So, damit sind wir jetzt hier. Ja, Motivation sollte natürlich durch Grafikorientierung auch immer zusätzlich gegeben sein. Es sei denn, jemand hasst Roboter. Aber wenn jemand Roboter hasst, ist er vielleicht in Informatik auch nicht so richtig gut aufgehoben. So, damit bin ich mit dem Kapitel 03 durch. Möchte jetzt hier an dieser Stelle diese Aufzeichnung beenden.